Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fokus Jerusalem. Wir nehmen Sie auch heute wieder mit nach Israel und zeigen Ihnen interessante Seiten des Heiligen Landes. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Gleich geht's los und zwar mit diesen Themen. Dr. Enad Wilf, Ihr Palästinenserbuch macht Schlagzeilen. Süßes aus dem Norden, Kirschenernte auf den Golanhöhen. Biblischer Impuls von Heiko Bräuning, Freudenboten. Zuvor werfen wir noch einen kurzen Blick auf die wichtigsten aktuellen Meldungen aus Israel. Shalom, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. In Israels Metropolen Tel Aviv und Jerusalem ist es erneut zu Massendemonstrationen gekommen. Tausende protestierten weitgehend friedlich gegen die aktuelle Corona-Politik der Regierung. Vereinzelt lieferten sich Teilnehmer Auseinandersetzungen mit der Polizei. Der Koalition zwischen der konservativen Likud-Partei und dem Mittebündnis Blau-Weiß wurde Unfähigkeit im Umgang mit der Corona-Krise vorgeworfen. Der Zickzackkurs der Regierung ist nur schwer nachvollziehbar. Angesichts hoher Infektionszahlen wurde die Schließung von Stränden, Swimmingpools und Restaurants angekündigt. Nach heftigen Protesten zog die Regierung diese Maßnahmen wieder zurück. Der von Medizinern geforderte Lockdown wurde aus Rücksicht auf die schwächelnde Wirtschaft auf die Wochenenden beschränkt. Die israelische Regierung hat ein milliardenschweres Hilfspaket zum Anschub der angeschlagenen Wirtschaft vorgestellt. Umgerechnet rund 1,5 Milliarden Euro sollen an die Bevölkerung verteilt werden. Ausgenommen sind Personen mit einem Jahresgehalt von mehr als 170.000 Euro. Regierungschef Benjamin Netanyahu betonte, dass die Auszahlung rasch erfolgen werde, um existenzieller Armut zu begegnen. Die Arbeitslosigkeit in Israel liegt mittlerweile bei über 20%. Obwohl der Staat über ein funktionierendes Sozialhilfesystem verfügt, reichen deren Gelder oftmals nicht aus, um die hohen Lebenshaltungskosten zu decken. Kritiker halten die angekündigten neuen Staatshilfen für viel zu gering. Das Bezirksgericht Beersheba hat zwei Männer freigesprochen, die versehentlich einen Einwanderer aus Eritrea verprügelt hatten. Sie hatten ihn für einen palästinensischen Terroristen gehalten. Im Oktober 2015 hatte ein 21-jähriger Beduine in einem Busbahnhof in Beersheba um sich geschossen. Er tötete einen Soldaten und verletzte 11 weitere Menschen, bevor er von der Polizei erschossen wurde. Die beiden Angeklagten hatten den 29 Jahre alten Einwanderer, der durch Schüsse verletzt wurde, im Chaos nach dem Anschlag für den Täter gehalten und brutal auf ihn eingeschlagen. Der Schwerverletzte erlag später im Krankenhaus seinen Verletzungen. Dem Richter reichte die Aussage der beiden, sie hätten einen Terroristen stoppen wollen, für den Freispruch aus. Der Anwalt eines Angeklagten unterstrich, sein Mandant sei kein Straftäter, sondern ein Held. Die Europäische Union fördert erneut illegale Bauprojekte in der von Israel kontrollierten Zone C von Judäa und Samaria, dem sogenannten Westjordanland. Nach den Friedensverträgen von Oslo ist dort für Bauten eine Genehmigung der israelischen Behörden erforderlich. Doch die EU kümmert sich in diesem Fall nicht um internationales Recht. Gebaut werden sollen Schulen, Straßen, Mehrzweckgebäude sowie Wasser- und Stromleitungen. Laut Plan kommen sie 24.000 Palästinensern in 15 Ortschaften zugute. Von Seiten der EU hieß es, man betrachte die Zone C als Bestandteil des palästinensischen Gebiets. Die EU erkenne dort die israelische Souveränität nicht an. Israelische Forscher setzen im Kampf gegen das Bienensterben auf künstliche Intelligenz. Weltweit gibt es seit rund 10 Jahren ein Massensterben von Honigbienen. Rund ein Drittel der Bienen sind mittlerweile verendet. Ursache sind Viren, Pestizide und Parasiten. Ihnen ist in den traditionellen hölzernen Bienenstöcken kaum beizukommen. Die im Norden Israels ansässige Firma Beewise hat mit Computerunterstützung BeeHome entwickelt, den weltweit ersten autonomen Bienenstock. Er kann bis zu 40 Bienenvölker aufnehmen und wird rund um die Uhr automatisch überwacht. Der Imker kann zudem mit einer App auf dem Smartphone die Gesundheit seiner Bienen kontrollieren. Der israelische Architekt Moshe Safdi hat in China einen horizontalen Wolkenkratzer entworfen und gebaut. Der Raffles City-Komplex aus 8 Gebäuden in der chinesischen Megastadt Chongqing erhält weltweit Anerkennung.
Eine 300 Meter lange Luftbrücke namens Crystal verbindet vier der Hochhäuser. Die gläserne Brücke ist mit 250 Metern über dem Boden einer der höchsten Laufstege der Welt. Innerhalb der Luftbrücke gibt es zwei Schwimmbäder, Restaurants, eine Galerie, Gärten mit Bäumen und einen Aussichtspunkt. Der weltberühmte israelische Architekt Safdi arbeitet derzeit an einer weiteren Himmelsbrücke auf Wolkenkratzern in Singapur. Wir kommen zum Wetter und das heißt weiterhin Sommersonne von früh bis spät. In Jerusalem wird es bis zu 35 Grad heiß, für Tiberias am See Genezareth sind sogar bis zu 41 Grad vorhergesagt. Tagesaktuelle News finden Sie wie immer auf unserer Webseite www.fokus-jerusalem.tv. Wir wünschen allen Kranken baldige Genesung. Machen Sie es gut. Stellen Sie sich einmal vor, die Vereinten Nationen hätten nach dem Zweiten Weltkrieg ein Hilfswerk für die deutschen Heimatvertriebenen errichtet. Bis heute lebten sie in ganz Deutschland in Flüchtlingslagern. In den Schulen lernen ihre Kinder und Enkel, dass Ostpreußen ihnen gehört und sie ein Recht auf Rückkehr haben. Dafür müssten sie kämpfen. Das klingt absurd? Na, nicht für die israelische Politikwissenschaftlerin Dr. Enad Wilf. Sie schildert in ihrem neuen Buch die Geschichte der Palästinenser, die vergleichbar abgelaufen sei. Vom Westen werde ihnen bis heute vorgegaukelt, sie hätten ein Recht auf Rückkehr nach Israel. Wir haben die Autorin und ehemalige Knesset-Abgeordnete getroffen und zu ihren brisanten Thesen befragt. Ein Buch sorgt weltweit für Diskussionen. The War of Return, übersetzt Der Krieg um die Rückkehr. Geschrieben hat es die Politikwissenschaftlerin Dr. Einhard Wilf. Die 49-jährige Harvard-Absolventin saß vor 10 Jahren für die linke Arbeiterpartei im israelischen Parlament. Damals war sie davon überzeugt, dass der Friede mit den Palästinensern greifbar nahe sei. Ich glaubte, wir hätten einen Weg zum Frieden. Alles, was Israel tun müsste, wäre Land abzugeben, das Westjordanland und den Gazastreifen. Das Land, das sie im Sechstagekrieg erobert hatten. Alles, was Israel zu tun hatte, war, dieses Land den Palästinensern zu geben und dann hätten wir Frieden. Natürlich habe ich Ehud Barak unterstützt, als er im Jahr 2000 Arafat einen Palästinenserstaat vorschlug, im Westjordanland und in Gaza, ohne Siedlungen und mit Ostjerusalem als Hauptstadt. Ich habe Ehud Olmert unterstützt, als er 2008 Mahmoud Abbas einen ähnlichen Vorschlag machte. Ich dachte wirklich, wir gehen jetzt diesen Weg, wir haben Frieden. Aber die Palästinenser liefen davon. Sie hätten einen Staat haben können, sie hätten die Besatzung beenden können, keine Siedlungen mehr. Alles, von dem ich dachte, dass die Palästinenser das wollten. Und sie liefen einfach weg, aber sie gingen nicht nur einfach weg. Was folgte, war schreckliche Gewalt. Es gab Massaker in unseren Straßen, Menschen wurden in Cafés, in Bussen, in Hotels, in die Luft gesprengt. Und da habe ich mich gefragt, was sie wollen. Wenn sie ihren Staat wollen, hätten sie ihn haben können. Aber sie wollten etwas anderes. Da habe ich mich dann mit Palästinensern getroffen und habe begonnen, das zu erforschen. Eddie Schwartz, mein Co-Autor, der ein leitender Redakteur bei der Zeitung Haaretz war, auch ein Linker, durchlebte einen ähnlichen Prozess. Uns wurde klar, dass die Antwort ganz offensichtlich war. Die Palästinenser hatten uns die ganze Zeit gesagt, was sie wollten. Wir haben nur nicht zugehört oder es nicht ernst genommen. Sie haben uns gesagt, wir wollen zurückkehren. Wenn Palästinenser von Rückkehr sprechen, müssen wir verstehen, was sie damit meinen. Sie meinen, dass Millionen von Palästinensern ein Recht hätten, sich in Israel anzusiedeln. In einem Israel in den Grenzen vor dem Jahr 1967. Damit brechen sie die israelische Souveränität. Ihre Zahl ist so groß, dass sie Israel in einen palästinensisch-arabischen Staat verwandeln würden, mit einer jüdischen Minderheit. Mir wurde bewusst, während der jahrzehntelangen Verhandlungen bis zum heutigen Tag, wenn palästinensische Führer von einer Zwei-Staaten-Lösung sprechen, erklären sie gleichzeitig, dass ihnen die Rückkehr, ihr Recht auf Rückkehr, heilig ist. Wenn Palästinenser sagen, dass sie zwei Staaten unterstützen und das Recht auf Rückkehr, dann haben sie nur eine einzige Vision für diese zwei Staaten, ein arabisch-palästinensischer Staat im Westjordanland und in Gaza und ein weiterer arabisch-palästinensischer Staat, der Israel ersetzen soll.
Bis heute gab es keinen einzigen palästinensischen Führer oder auch nur eine Stimme mit einer Vision vom Frieden, wo Israel am Ende noch das ist, was es heute ist, der souveräne Staat des jüdischen Volkes. At the end of which Israel remains as is, as the sovereign state of the Jewish people. Heutzutage trennt eine Mauer einen Teil der Palästinensergebiete von Israel. Die Regierung in Jerusalem ließ die Sperranlage errichten, um den Terror einzudämmen. Sie hatte damit Erfolg. Doch die Palästinenser geben die Hoffnung nicht auf, dass diese Mauer fällt und damit auch der jüdische Staat. Die Palästinenser glauben aus gutem Grund, dass ihre Rückkehr eine ernsthafte Möglichkeit ist, und das nehmen sie ernst. Oft höre ich Diplomaten oder Journalisten aus dem Westen, die sagen, die wissen doch, dass das niemals passieren wird. Das ist doch eine Illusion, das ist ihr Verhandlungstrumpf. Aber so ist das nicht. Tatsächlich hätten die Palästinenser sogar auf einen Staat verzichtet, nur um keinen Vertrag unterschreiben zu müssen, mit dem sie ihr Recht auf Rückkehr aufgeben. Sie hofften stattdessen auf einen ultimativen Sieg. 1948 haben sie versucht, die Teilung des Landes in einen jüdischen und einen arabischen Staat zu verhindern. Sie haben ihren Teil nicht angenommen und keinen arabischen Staat gegründet. Sie wollten nur die Juden davon abhalten, im Land Souveränität zu bekommen. Sie haben den Krieg verloren. Der Staat Israel entstand. Aber in ihren Köpfen ist der Krieg noch nicht vorüber. Die Palästinenser betrachten die 7 Millionen Juden als verlorene Minderheit inmitten einer 500 Millionen Araber. Ihre Niederlage sei nur eine Frage der Zeit, zumal sie die historischen Wurzeln der Juden in Israel bestritten. Deshalb gäbe es für sie keinen Grund, sich auf Kompromisse einzulassen. Das Problem ist, dass der Westen ihnen nachgibt. Der Westen finanziert das Palästinenserhilfswerk mit $1 Milliarden pro Jahr. Das vermittelt den Palästinensern die Botschaft, es ist okay, die Vereinten Nationen stehen hinter euch, die Welt steht hinter euch. Auch wenn du 30 Jahre alt bist, in Ramallah geboren wurdest und nie durch Krieg vertrieben wurdest, du bist ein Flüchtling aus Palästina. Aus palästinensischer Sicht erstreckt sich ihr Staat vom Jordan bis zum Mittelmeer. Für Israel bleibt da nichts übrig. Es stelle sich die Frage, warum die Europäische Union und auch Deutschland Milliarden ausgeben, um den palästinensischen Traum von der Zerstörung Israels am Leben zu halten. Als Bundeskanzler Willy Brandt 1970 mit den Ostverträgen die Oder-Neiße-Linie als Polens Westgrenze anerkannte, waren viele Vertriebene empört. Denn damit war klar, es wird für sie keine Rückkehr geben. Ein palästinensischer Willy Brandt, der den Mut hat, seinem Volk zu sagen, dass es keine Rückkehr geben wird, ist bisher nicht in Sicht. So, und nun können Sie erst einmal durchatmen. Wir widmen uns einem unpolitischen Thema. Es geht um Kirschen. Aber weil die süßen Früchte auf den Golanhöhen wachsen, spielt die Politik hinter den Kulissen doch eine Rolle. Es herrscht Hochbetrieb in der Kirschenplantage Bereshit. Hier auf 950 Metern Meereshöhe ist das Klima perfekt für den Anbau von Obst. Auf dem Gelände der Genossenschaft gedeihen nicht nur Kirschen, sondern auch Äpfel und Kiwis, Weintrauben und Trüffel. Die Golanhöhen wurden von Israel im Sechstagekrieg erobert und 1991 zu israelischem Staatsgebiet erklärt. Syrien erkennt das bis heute nicht an. Bei der Ernte arbeiten die verschiedenen Bevölkerungsgruppen zusammen. Vom Nahostkonflikt ist nichts zu spüren. Drusen pflücken Kirschen, Araberinnen sortieren und verpacken sie. Die israelischen Fahrer und Qualitätskontrolleure sind Mitglieder des Kibbutz Merom Golan, dem die Kirschbäume gehören. Auch Eran Fischer ist Kibbutz-Mitglied. Der 39-Jährige ist als Verwaltungsleiter für den reibungslosen Ablauf der Ernte verantwortlich. We have
Wir haben hier, da bin ich mir sicher, die besten Arbeiter in Israel. Wir verlangen viel von den Arbeitern, aber wir geben ihnen auch viel. Wir bezahlen den Arbeitern die höchsten Löhne in dieser Region. Aber wir fordern von ihnen, dass sie pro Tag zwischen 100 und 120 Kilo pflücken. Ein Tag hat 6 Arbeitsstunden. Der Durchschnitt in der Bereshit-Genossenschaft liegt bei ungefähr 60 oder 70 Kilo am Tag. Wir pflücken also die doppelte Menge. Die Kirschen werden auf der Plantage kontrolliert und verpackt. Das ist bei dieser Masse an süßen Früchten nur möglich, indem moderne Technik eingesetzt wird. Die Kirschen landen schließlich im Kühlhaus, bevor sie auf Lastwagen verladen werden. Die bringen die begehrten Früchte aus dem Norden zu den Märkten im ganzen Land. Für den Export bleibt da nichts übrig. Nicht einmal in diesem Jahr, obwohl die 2020er Ernte ungewöhnlich gut ausfällt. Actually, it's a special season because in diesem Jahr haben wir eine ganz besondere Saison. Sie hat sehr schlecht begonnen. Wir hatten 10 Tage lang extreme Hitze, etwa vor einem Monat. Es war eine der schlimmsten Hitzeperioden in der israelischen Geschichte, besonders in diesem Gebiet hier. Danach gab es Regen und dazu noch Hagel, was für die Kirschen wirklich übel ist. Trotz alledem, diese Saison ist eine der besten. Die Früchte sind mit die besten, die ich jemals gesehen habe. Sie sind sehr, sehr groß, sehr süß und schwer. Ich denke, nach diesen verrückten Klimakapriolen gab es 3 Wochen lang sehr ruhiges Wetter, nicht zu heiß und nicht zu kalt. Die hohe Qualität wirkte sich sofort auf die Preise aus. Die Superkirschen vom Golan sind auf den Märkten entsprechend teuer. Während ganz Israel über die aktuelle Wirtschaftskrise redet, sind die Obstbauern auf dem Golan hochzufrieden. Wir freuen uns, wenn wir Ihnen die schönen Seiten des Heiligen Landes präsentieren können. Im biblischen Impuls von Pfarrer Heiko Bräuning geht es heute um Menschen, die andere erfreuen. Es gab sie in biblischen Zeiten und es gibt sie auch heute noch, die Freudenboten. Es wird von einem 10-jährigen Jungen berichtet, der barfuß an einem kalten Tag vor dem Schaufenster eines Schuhladens stand. Besser gesagt, es handelte sich um das Mitglied einer Familie, die sehr arm war. Viel zu arm, um sich Schuhe für dieses Kind zu leisten. Es war sehr kalt und der Junge zitterte. Eine Frau, die vorbeiging, sah seinen Zustand und fragte ihn, was er da machen würde. Er antwortete: Ich habe Gott gebeten, mir ein paar Schuhe zu geben. Die Frau ergriff ihn an der Hand und führte ihn in das Schuhgeschäft hinein. Sie bat einen Verkäufer, 6 Paar Socken für den Jungen zu holen. Außerdem wollte sie eine Schüssel Wasser und ein Handtuch haben. Als diese Frau diese 2 Dinge bekam, nahm sie den Jungen zu einem hinteren Teil des Ladens, kniete nieder, wusch ihm die Füße und trocknete sie liebevoll ab. Dann kam der Verkäufer mit den Socken. Sie zog ihm ein Paar über seine Füße und noch ein Paar. Danach kaufte sie ihm ein paar Schuhe und gab ihm die übrigen Strümpfe. Sie streichelte seinen Kopf und sagte: Ich hoffe, es geht dir jetzt ein bisschen besser. Als sie weggehen wollte, griff der Junge nach ihrer Hand und fragte sie: Sind Sie Gottes Frau? Hat Gott eine Frau? Nein. Aber Gott ist eben auch wie eine Frau. In Jesaja 66 lesen wir: Ich will euch trösten, wie ein seine Mutter tröstet. Gott ist wie eine Frau. Und David singt davon in Psalm 131. Wie seine Seele bei Gott ruhig wird, wie ein kleines Kind bei der Mama. Eine Frau hat Gott also nicht. Und doch hat Gott Männer und Frauen.
Und diese Männer und Frauen Gottes sind auf dieser Welt, wie es in Jesaja 52 einmal heißt, wie Freudenboten. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße der Freudenboten, die da Frieden verkündigen, Gutes predigen, Heil verkündigen. Freudenboten. Sie und ich, Gottes Männer und Frauen, Frauen und Männer Gottes, Freudenboten. Im Hebräischen steht da das Wort Bazar. Das meint Personen, die andere Menschen durch frohe Kunde, durch gute Botschaft erfreuen. Nicht nur im Reden, sondern auch im Tun. Bazar, das sind Überbringer von frohen Botschaften. Und wissen Sie, je länger, je mehr glaube ich und weiß ich, die Menschen da draußen an den Hecken und Zäunen, die brauchen gute Botschaft. Die brauchen Männer und Frauen Gottes, die ihnen als Freudenboten, nicht als Drohboten, nicht als Hiobsboten, frohe Botschaft in Wort und Tat bringen. Wie die Frau in dieser Geschichte mit dem kleinen Jungen. Das ist Liebe, das ist Wertschätzung, das ist frohe Botschaft in Wort und Tat. Frohe Botschaft von der Möglichkeit, neu anzufangen. Frohe Botschaft von der Möglichkeit, dass Schuld vergeben wird. Seit Jahrhunderten sind wir Bazar Jesu, Botschafter, Freudenboten Jesu, die seine Botschaft weitertragen. Die Botschaft der Freiheit, die Einladung zu einem zufriedenen Leben im Shalom. Das wünsche ich Ihnen, die Kraft und den Segen Gottes, zu einem Mann Gottes, zu einer Frau Gottes zu werden. Machen Sie es gut. Shalom. Sie dürfen uns gerne schreiben, wenn Sie eine Frage zu Israel haben. Lassen Sie uns wissen, wenn wir Sie mit unseren Beiträgen erfreut oder auch geärgert haben, was wir natürlich nicht hoffen. Richten Sie eine Postkarte oder einen Brief am besten an unser deutsches Büro, Fokus Jerusalem TV, Friedrichstraße 171 in 10117 Berlin. Per E-Mail erreichen Sie uns auch unter mail@focus-jerusalem.tv. Bitte geben Sie uns aber einige Tage Zeit für eine Antwort. Infolge der Corona-Krise sind unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Israel und in Deutschland derzeit sehr beschäftigt. Unser israelisches Fernsehteam muss derzeit ohne Hilfe aus Deutschland auskommen. Die Grenzen des Heiligen Landes sind für Ausländer weiterhin geschlossen. Deshalb können wir derzeit auch keine erfahrenen Redakteure oder Kamerateams nach Jerusalem schicken. Die heutigen Beiträge über Dr. Enad Wilf und die Kirschenernte haben unsere jungen israelischen Mitarbeiter allein gedreht. Und wir finden, sie haben das auch ziemlich gut gemacht. Dass wir ihre Arbeitsplätze trotz Corona-Krise erhalten können, verdanken wir ihrer Unterstützung. Dafür herzlichen Dank. Bitte beten Sie weiter für Israel und die Menschen, die dort leben. Für die Produktion von Fokus Jerusalem benötigen wir Ihre finanzielle Hilfe. Unser Spendenkonto lautet Fokus Jerusalem GmbH und die IBAN dazu DE 90605 0101 0400 0500 07. Die Gesellschaft ist als gemeinnützig anerkannt. Zuwendungsbescheinigungen für das Finanzamt versenden wir immer Anfang des Jahres. Wir verschicken Jahresbescheinigungen, um Verwaltungskosten zu sparen. Ja, und damit sind wir schon fast wieder am Ende der heutigen Sendung. In der kommenden Woche sind wir zur selben Zeit wieder für Sie da. Machen Sie es gut, bis dahin. Wir haben noch einige Impressionen aus der Stadt Aschkelon für Sie und wir wünschen Ihnen Gottes Segen. Auf Wiedersehen.
Und nächste Woche bei Fokus Jerusalem. Tempel unter der Erde. Ausgrabungen in Tel Mozza. Die Andenkamele, Alpakas in Mizpe Ramon. Biblischer Impuls von Heiko Bräuning, Rabbinergericht.